Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shimmiga mit Tensei 3 Nocturne. Mittlerweile haben wir es 19.47 Uhr und in der letzten Folge haben wir über Rezo und Germany's Next Topmodel geredet. Leider habe ich dann zum Schluss noch ein paar andere YouTuber namentlich genannt, was vielleicht ein wenig kontraproduktiv war, weil außenstehende Leute, die gar nichts von mir bisher wussten, sich dann wahrscheinlich fragen, was will der Typ. Natürlich unterstelle ich nicht jedem YouTuber da draußen, dass er euch etwas Böses will, aber die meisten Leute sind fake. Und ja, beispielsweise habe ich Gronkh genannt. Hier nochmal, vielleicht mal kurz gesagt, bei Gronkh stört mich halt in erster Linie, dass er Let's Plays mit Theater verwechselt. Seine ständig gestellte Art kotzt mich seit Jahren an. Bei Tanzverbot haben wir das Ding, dass er jetzt in der Gegenwart vollkommen korrekt ist, aber sich seine Karriere halt durch permanente Provokation und asoziales Verhalten aufgebaut hat. Und ich wünschte, diese Person wäre noch da, denn das ist eigentlich sein wahres Ich. Und wäre er nicht erfolgreich geworden, wäre er jetzt auch immer noch so asozial. Deswegen finde ich, dass er gewissermaßen doch nur etwas vorspielt, dass seine positive Entwicklung nur durch den Ruhm entstanden ist, den er bekommen hat. Aus eigener Kraft hätte er das halt nicht geschafft, ja, um jetzt mal diese nochmal zu nennen. Und das hätte wir aber euch vorstellen können. Wobei, jetzt habe ich es auch in wenigen Sätzen hinbekommen, aber ja. Das hätte dann vielleicht in der letzten Folge ein wenig den Rahmen gesprengt und im Endeffekt, seien wir mal ehrlich, selbst wenn ich es getan hätte, die meisten Leute haben mir wahrscheinlich eh nicht so lang zugehört. Von daher ja, nur mal so viel dazu, das ist mir dann im Nachhinein so durch den Kopf gegangen, dass es ja vielleicht ein bisschen unklug war, aber okay. So, ja, also wir haben diese beiden Figürchen hier, die meiner Meinung nach noch ein Level-Up brauchen. Ja, geil, dankeschön. Alle anderen kann ich aber, glaube ich, genüsslich nochmal verzehren. Das ist jetzt natürlich eine interessante Situation. Der sollte aber genug haben, überreden. Okay, klingt auch nett. Raiju sollte alles haben. Aminozumi, definitiv. Chronosom sowieso. Pisaka, ja, nervt mich. Zweihorn, den hatten wir, glaube ich, eh nur so am Rande nochmal so aufgegabelt. Den hatten wir ja schon mal. Uni sollte auch klar gehen. Nikomata hat definitiv ein Level-Up. Also ich schaue dann einfach mal, dass ich dann diese ein, zwei Dämoni-Lineys nicht fusioniere, alle anderen dann tatsächlich schon. Noch kurz was zum Sound. Wir haben bei 60, beziehungsweise glaube ich 65 mal angefangen, ja. Ich bin dann jetzt die letzten zwei Folgen runter auf 50 gegangen, habe jetzt letzten Endes auf 35% gestellt. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll, aber irgendwie, ja, war das dann doch immer noch zu laut. So, das Dämonen-Kompendium sollte hier definitiv nochmal aktualisiert werden, weil da sind ja viel dazugekommen. Da kann ich, glaube ich, einfach spammen. Hier hätte man dann tatsächlich auch, oder geht das? Alle registrieren, genau. Ich wollte gerade sagen, warum hat man diese Funktion nicht? Nein, sie ist dann doch tatsächlich da. Danke dafür. Dann kann ich also direkt wieder rausgehen und schau mal, was sich hier machen lässt. Die sind ja nun wirklich stellenweise leveltechnisch echt ziemlich unterirdisch. Als erstes würde ich mich um Chronosom kümmern wollen. Der braucht einen würdigen Nachfolger, der dann auch, wie gesagt, diese eine schöne Attacke noch kann. Es sollte vielleicht eine physische Kreatur sein, schwarzer Schleim, Satoriko. Gut, da fehlen mir jetzt natürlich ein paar Level. Es scheint nur diesen schwarzen Schleim für ihn zu geben. Das natürlich in unterschiedlichsten Konstellationen. Ja, physisch und physisch könnte ich mir vorstellen. Opfer, ja, dann macht er wahrscheinlich richtig Allahu Akbar. Lebensbonus ist in seinem Fall natürlich gut, aber ich muss gestehen, dass ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, aber der schwarze Schleim an und für sich, ich weiß auch nicht. Gut, man wechselt halt von einem komischen Ultrakopf zu einem Schleim, aber irgendwie mag der mir jetzt auch nicht hundertprozentig zusagen. Kann ich hier nochmal, ich gucke mir nochmal seine Werte an, 18 Vitalität. Der hätte 16 Vitalität. Mein lieber Scholli, obwohl der ja einige Level auf dem Tacho hat und das ändert sich auch nicht wirklich was, ne? Außer natürlich jetzt hier diese Attacken, ja, da kann man, glaube ich, nicht viel machen, oder? Es sei denn, wir warten noch ein wenig auf diese Sache hier mit Zweihorn. Das wäre tatsächlich was.
Weil Zweihorn ja auch eine Kreatur ist, die ich, wie gesagt, gar nicht brauche. Ich meine, gut, man könnte jetzt hier irgendwie sowas machen. Das wird jetzt eine Weile dauern, glaube ich. Aber könnt ihr euch ja schon hier ausdenken. Fornius, den wir einmal penetriert haben. Ribirama, was ist denn Ribirama? Erhöht Bewegungsrate bis zum neuen Kagetsuchi. Klingt jetzt eher so, als würde es da mehr Zufallskämpfe. Hagen Baphomet. Ja, einfach mal den Satan bei sich haben. Hammer, komisch, ironisch, ne? Weil Satan ja gerne als wahrer Gott angesehen wird. Deswegen kann der hier Lichtsachen. Makaja ist, glaube ich, erhöht Magieangriffe, ja. Herbeirufen ruft einen zufälligen Verbündeten in den Kampf. Eieiei, okay. Das klingt sehr, sehr spaßig. Strahlende Macht, also sehr, sehr interessante Attacken, aber gut, aus unserer Heilerin dann den Teufel persönlich zu machen, finde ich jetzt auch ein bisschen verfrömelt, muss ich sagen. Ach Leute, was soll ich denn da machen? Also Zweihorn mit Chronosohn halte ich bisher am ehesten, am vernünftigsten. Aueros ist für den Arsch. Jekolentern wollte ich ja, glaube ich, schon immer mal haben, aber ist dann natürlich leveltechnisch auch Absturz, zumal dann das physische Monster drauf geht. Kelpie hat eher Zustandssachen, die, mit denen ich ja jetzt nicht wirklich wegen Pisaka positive Erfahrungen machen musste. Von daher, ja, lassen wir das einfach mal so. Und dann mache ich das. Dann nehme ich die beiden hier erstmal. Braucht dann natürlich noch dieses eine Level up. Ja, ich habe gerade überlegt, soll ich nachgucken? Es wäre dumm, wenn ich jetzt selber kurz vor einem stehen würde. Raiju. Ja, wobei, lass uns erstmal auf die niedrig gelevelten schauen. Hier 19 beispielsweise. 19 und Taraka könnten wir auch den schwarzen Schleim machen, aber die bräuchten, wie gesagt, noch ein Level. Deswegen wäre das ein bisschen verschwendet. Pisaka hat ein gutes Level, aber der hat mir bisher nicht so viel gebracht. Nue mit Bata ratatatatata. Ja, kennen wir natürlich. Sieht jetzt physisch auch sehr interessant aus, aber die Sachen sind natürlich wieder zustandsbehaftet. Eisatem würde er lernen. Okay, ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, muss ich sagen. Nekomate, Yomotsuku, Shikomiko, Nikoniko, Laien. Was ist denn Laien? Körper ausleihen oder so? Leihe dir Macke aus. Besser nicht über... Okay, also es ist... das Äquivalent zum FF-Dings wäre wohl Almosen. Umso mehr ich ausgebe, umso mehr zieht das dann wahrscheinlich rein. Alter. Es ging doch sonst immer. Wieso habe ich jetzt hier das... Ich weiß nicht, das fällt mir gerade irgendwie sehr, sehr schwer. Habe ich sie etwa unterbewusst alle lieb gewonnen? Wie gesagt, Chronosohn und Zweihorn, die muss ich mich schon mal wegdenken. Nikomate kann ich noch nicht machen. Oni ist... falsche Taste. Oni ist physisch. Ja gut, der hat mir, glaube ich, aber auch nicht so viel gebracht. Muss ich sagen, hat er denn schon Level Up bekommen? Ich hoffe es. Oni mit... Hier, Ortrus, das war der, den ich ja potenziell noch finden... Den ich finden könnte, allerdings, wie man sieht, würde das dann gar nicht funktionieren, weil er noch zwei Level über mir ist. Und das da, was ist das für ein Vieh? Okay, nett, aber... War der nicht in diesem Netzwerk, in dieser Netzwerk-Dungeon Level 7? Bringt natürlich dann auch absolut nichts. Traurig, dass wir hier zwei physische fusionieren können und dann sowas bei rauskommt. Ja, ich scheine ja gar nicht so viele Möglichkeiten zu haben. Was ist denn mit unserer Heilerin? Wie gesagt, man kann aus der Heilerin Baphomet machen, man kann das mit Zweihorn kombinieren. Einhorn ist dann leveltechnisch natürlich für den Arsch, zumal sie hier, wie gesagt, auch kurz davor steht, sich zu entwickeln. Was ist denn das hier? Boah, das sieht erhaben aus. Liftoma negiert Bodenschaden. Okay. Fallen wahrscheinlich, Kelpie. Ja, das ist sehr, sehr interessant hier. Einen Heilerersatz. Sieht gut aus.
Aber Moment. Wieso kann ich denn... Achso, weil der noch kein Level hat. Deswegen kann ich da jetzt mein Vita und so weiter nicht... Vita, sage ich schon. Mein Media und so reinmachen. Ja, irgendwie, Leute, ich habe gerade Probleme, muss ich sagen. Wieso habe ich denn eigentlich noch zwei Felder frei? Hä? Geht denn das jetzt? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Habt ihr das gesehen? Das war komisch. Okay, lass uns das nochmal anders machen. Ich schau mal nochmal auf meinen Wert. 2500, okay. Der... Und... Vielleicht noch irgendjemand, Pisaka sicherheitshalber, irgendwer, nee, das, aber das ist halt, puh, Taraka, Mafuyo, Dingsi Bumsi, ich hab doch jetzt für irgendwas, hab ich doch noch ein, ja, aber, ach, Alter, es tut mir leid. Die Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen. Ich meine, ich könnte ja doch das Kompendium nochmal notfalls nutzen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise... Ja, Baphomet bräuchte ich, wie gesagt, ein Level. Baphomet. Dann könnte ich Baphomet anstreben und Chronoson und Zweihorn mache ich den... Ja, aber ne, Moment, die müsste ich ja aufbehalten, weil ich noch ein paar Level brauche, ja. Aber da hätte ich ja schon mal einen weg. Tja. Ja! Ich meine, nach der Logik, wir haben das. Ich glaube, es fehlt wirklich nur noch der Ortros da, oder? In dieser Dungeon. Ich würde tatsächlich jetzt einfach... nochmal reingehen wollen. Ein bisschen tiefer tatsächlich. Ich hatte dann auch so stellenweise beim Kontrollieren der Folgen das Gefühl, dass das ein oder andere Monster vielleicht nicht gekommen ist, weil ich am Anfang war. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt spontan vielleicht noch irgendwie das ein oder andere Level rauskriegen können. Ja, gut. So viel dazu, zu meinem eigentlichen Plan. Da ist das Level-Up für ihn. Das ist schon mal... gut, also könnten wir den theoretisch jetzt wieder rausnehmen. Ja, mich würde dann halt wirklich mal interessieren, was denn da ihre Entwicklung wäre. Ob wir das da Mana-Auffüllung, ob wir das da potenziell vielleicht noch ergründen könnten. Tja, da hat mir der Fusionsspaß sie nicht so viel gebracht. Na gut. Ja, dann könnten wir ja, über was können wir nochmal spontan reden? Vielleicht das, was im nächsten Monat vielleicht kommt. Hoffentlich für den Fall, dass ihr das... Achso, genau, ich wollte jetzt tiefer rein. Also den Fahrstuhl verwenden. Für den Fall, dass ihr das Ganze aktuell konsumiert und aus unbekannten Gründen noch nicht meinen Telegram-Channel abonniert habt, was ihr, wie gesagt, machen solltet, dann sei euch hier mal... fix gesagt, dass ich ja diesen Monat, wie gesagt, wir haben jetzt den 31. Mai, mich um das alte Kingdom Hearts 2 Let's Play gekümmert habe. Im nächsten Monat möchte ich mich dann, ne, das sind so diese Altlasten, die mir schon seit Jahren auf den Schultern hocken und dann dementsprechend mich auch immer so ein bisschen mental einnehmen. Versuche ich nächsten Monat Spider-Man fertig zu machen. Da habe ich ja noch so 30 Folgen oder so und parallel versuche ich dann aber weiterhin natürlich was Aktuelles zu bieten, dann vielleicht hier wieder ein wenig für die kommenden Tage regelmäßiger SMT zu bieten in Kombination mit, jetzt habe ich hier schon wieder nur den normalen Angriff gemacht, aber ich bin ja ganz voll, das sollte mich jetzt nicht töten, in Kombination mit ein, zwei Mario-Folgen am Tag. Und ja, mal schauen, wie es mit Spider-Man läuft. Vielleicht kann ich ja dann auch im selben Monat noch Metro Exodus angehen. Und dann hätten wir da wieder so ein bisschen Platz geschafft. Wobei, ja, da fällt mir gerade ein, dass ich... Wir hatten ja das Thema neulich PlayStation Plus, PlayStation Now. Da gibt es aktuell noch Shadow Warrior 3 oder wie das heißt. Für circa 30 Tage oder so. Das werde ich dann wahrscheinlich... nebenbei auch noch durchspielen und dann wahrscheinlich aber nicht aktuell dann veröffentlichen. Da werde ich dann wirklich schauen, dass ich das alles komplett bearbeite und dann so Stück für Stück hochladen werde.
damit es kein Skandal wird, wie, was weiß ich, Tekken beispielsweise. Da habe ich ja auch, ne, wie ihr wisst, hatte ich ja hier auch thematisiert, das alles aufgenommen und dann gerade so geschafft, eine Folge zu bearbeiten. Und naja, das war dann so eine Mischung aus, okay, ich habe gemerkt, das passt jetzt doch nicht so in mein Schema und es haben sich eh nicht so viele dafür interessiert. Es ist dumm gelaufen, ist dumm gelaufen. Ich hätte das... Oh, ja. Ja, das ist er, ne? Das ist der Kollege. Aber ich werde mich jetzt hüten, es zu versuchen, weil ich ja, wie gesagt, anscheinend Level Technalishi Liney E für den Arsch bin. Ja, ich hatte das alles irgendwie so ein bisschen früher besser hingekriegt. Da hatte ich dann erstmal alles aufgenommen und dann veröffentlicht. Aber dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, wir können ja gar nicht mit dir interagieren, dir bei deinem Spieldurchlauf helfen und so weiter, wenn du vordrehst. Aber dann, ne, gab es ja viele Sachen, wo ich dann nicht vorgedreht habe. Und dann haben die Leute mir halt damit gezeigt, dass sie haben sich nicht dran gehalten. Und deswegen ist das immer so, whoop-die-fucking-du, du machst das so. Und dann reagieren die Leute wieder anders. Und dann machst du es wieder anders und so weiter. Also nur mal hier auch nur mal so der Hinweis, dass man sich da nicht so wirklich auf das verlassen kann, was da die lieben Leute sagen. Ja, das ist jetzt natürlich wieder dumm. Ne, es war wieder mal eine Kombination aus bösen Gegner, leicht gefährlich, leicht angepisst, leicht leveltechnisch höher als ich und einfach dem guten alten Hinterhalt. Deswegen konnte er ja mehrfach angreifen, deswegen konnte er ja kritten, weil er mich halt von hinten angegriffen hat. Eine Sache, ein Gameplay-Element, auf das man, wage ich zumindest zu behaupten, leider keinen Einfluss nehmen kann. Ich hatte ja, wie gesagt, gehofft, dass meine Charaktergeschwindigkeit da so ein bisschen dafür sorgen kann, dass es weniger passiert. Aber ja, vielleicht liegt es dann doch am reinen Level, wobei das kann auch nicht sein. Die Onis, gegen die wir da ja öfter mal gekämpft haben, die hatten ja auch ständig einen auf Hinterhalt gemacht, obwohl sie leveltechnisch unter mir sind. Von daher, ja. Das war jetzt wieder auch eine leicht traurige Folge, muss ich sagen. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das halt so armselig hier ist, ja. Von den Fusionsmöglichkeiten. So, müssen wir Uni wieder rausmachen. Aminotsune rein. Was wäre denn jetzt eigentlich unser Ziel? Wäre nach Ginza zu gehen. Ja. Weil wir ja hier dungeon-technisch nicht wirklich... Ich überlege gerade, wollen wir das machen? Aber Ginza war XP-technisch halt behinderter. Ist halt... Ja, es ist halt die Frage, ob ich hier, wie gesagt, noch irgendwas abschrauben kann. Ich konnte das ja aufgrund dieses Kampfes jetzt leider nicht in Erfahrung bringen, weil das, ja, kann man sich dann natürlich auch einfach dann sagen, dass man das so macht. Oder wir könnten auch nochmal unser Glück in der Dauer-Dungeon da unten versuchen. Das ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen näher. Wir sind ja jetzt wieder ein wenig stärker. Das hatte ich, glaube ich, auch spontan einfach aufgehört, weil ich, ja, die Story weitermachen wollte. Und da wir jetzt wieder so ein bisschen Story gemacht haben, könnten wir das auch nochmal machen, um da vielleicht jetzt ein wenig, Spannung wieder reinzukriegen. Es ist ja auch, sage ich mal, schwierig zu trainieren, wenn man jetzt kein Ziel an und für sich hat. Und thematisch, muss ich sagen, bin ich dann für heute auch erstmal fertig. Da habe ich genug gelabert. Lied, ja, solche Situationen einfach, ne? Ja, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, ob ich da gerade gespeichert habe, aber das ist halt, was soll ich sagen, ne? Da meint das Spiel halt, mich einfach mobben zu müssen. Und, jetzt ging es. Jetzt frage ich mich wieder, was habe ich gedrückt, was ich beim letzten Mal nicht gedrückt habe. Ganz, ganz komisch. Ja, ganz ehrlich, wenn ihr mir so kernbehindert kommt, dann machen wir das so. Ja? Dann gehen wir jetzt nochmal in diese größere Dungeon, schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwie was abstauben können. Mal gucken, ob ich da jetzt überhaupt den Weg finden kann. Und dann hole ich einfach da so ein bisschen meine Level-Linies und mache dann vielleicht später nochmal einen Abstecher. Also wir sind jetzt hier in Iki, Luku, Buku, Luku, Amala-Labyrinth. Ja, das ist es doch, oder? Ich weiß nicht mehr, wie das war, wie wir da hingekommen sind. Ob es da irgendwelche Problematiken gab oder ob man das jetzt hier ganz einfach so Anwähler liehen kann.
Ja, nee, sieht gut aus. Alles klar, Leute. Ja, dann werden wir das beim nächsten Mal nochmal etwas weiter angehen. Ja, haben wir was Neues eingesammelt irgendwie? Weil hier sind ja noch so ein paar Tore auf. Das Loch ist blockiert. Das würde dann, aber ich weiß nicht, ob das dann quasi alles nochmal komplett andere Dungeons sind oder ob die uns einfach schneller, tiefer reinführen, aber man kann das hier auf jeden Fall noch nicht öffnen. Ne? Da brauchte man ja irgendwie so spezielle Gegenstände. Und anscheinend habe ich ja bisher, wir hatten den einen oder anderen Boss ja penetriert, aber die hatten anscheinend diese magischen Gegenstände nicht. Von daher müssen wir dann beim nächsten Mal schätzungsweise wieder durch dieses Loch gehen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.